Morgens um 6 in Riesa. Während andere sich aus dem Bett quälen, freut sich dieser junge Mann, dass endlich der Wecker klingelt. Hallo, ich bin Tillmann Fink. Ich studiere Betriebswirtschaft an der Berufsakademie. Und mein Praxispartner sind die Stadtwerke Riesa. Im Oktober 2010 begann für ihn der Ernst des Lebens. Zurzeit befindet sich Tillmann in der Praxisphase. Die wechselt sich bei diesem Studium mit den Theoriephasen an der Berufsakademie ab. Warum hat er sich denn für ein duales Studium an einer Berufsakademie entschieden? Ja, also ich habe mich für das BA-Studium entschieden, da es sehr praxisorientiert ist. Und ich bin auch der Meinung, dass man damit sehr gute Zukunftschancen haben kann. Und die Studiendauer ist ja auch sehr kurz, von 3 Jahren. Und die Ausbildungsvergütung ist natürlich auch ein positiver Nebeneffekt. Zeit zum Energietanken muss natürlich sein, denn auf ihn wartet ein kräftezehrender Arbeitstag. Bleibt nur noch die Frage, wie ein Radebeuler, der Dresden direkt vor der Haustür hat, nach Riesa kommt. Und warum ausgerechnet die Stadtwerke Riesa? Für mich war sehr schnell klar, dass ich ein BA-Studium machen möchte. Die Frage war halt, wer wird mein passender Praxispartner? Ich habe mich dann bei mehreren Firmen beworben in der Region, weil es mir wichtig war, hier zu bleiben. Ich war dann beim Bewerbungsgespräch in Riesa und als dann die Zusage kam von Unternehmen, fiel mir die Entscheidung sehr leicht, weil ich einfach von dem Gespräch und auch von der Energiebranche sehr angetan war und so bin ich dann eben hier gelandet. Oh, jetzt muss ich aber los. Na dann kann der Arbeitstag ja beginnen. Und schon der Arbeitsweg hat es in sich. Denn Tillmann hat den offiziellen Auftrag von seinem Praxispartner, die neuen Elektrofahrräder auf Herz und Nieren zu testen. Angekommen am alten Fahrweg 1. Natürlich ist Tillmann eher da als sein Chef. Warten, bis er kommt? Nein. Tillmann wäre nicht Tillmann, wenn er nicht aus jeder freien Minute eine genutzte macht. Also wird noch schnell der Aktenberg des Vortages abgeheftet und dann kommt er. Der Chef. Guten Morgen, Herr Süßmilch. Ja, ich komme rüber, okay. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Herr Fink. Während Tillmann vom Chef instruiert wird, machen wir einen schnellen Ortswechsel und fragen beim Unternehmenssprecher und Marketingleiter Daniel Kühne nach, welche Ausbildungsplätze die Stadtwerke dieses Jahr im Angebot haben. Für das Jahr 2012 vergeben wir jeweils einen Ausbildungsplatz in den Berufen Elektroanlagenmonteur, Anlagenmechaniker und Bürokaufleute. Außerdem werden 2 junge Leute BA-Studenten in den Studienrichtungen Versorgungs- und Umwelttechnik an der Staatlichen Studienakademie Riesa sowie in der Studienrichtung Elektrotechnik an der Berufsakademie in Bautzen. Schauen wir mal, was der Stadtwerke-Nachwuchs macht. Da Tillmann nicht ansprechbar ist, fragen wir bei seinem Chef nach, an was er da konkret arbeitet. Dem Herrn Fink habe ich jetzt die Aufgabe gegeben, sich mit dem ganzen Thema CO2-Handel bzw. CO2-Verifizierung zu befassen. Das ist zurzeit ein ganz wichtig substanzielles Thema für uns im Haus für die Handelsperiode 3 im CO2-Handel für die Jahre 2013 bis 2020. Dadurch, dass das Thema vom Grundsatz sehr umfangreich ist, werden die Studenten sehr
lang sehr frühzeitig rangeführt an die Themen. Und von der Seite her sind auch noch zwei Mitarbeiter mit ihm an die Hand gegeben worden, wo er offene Fragen stellen kann. Aber dort hätte ich eben gern mal jetzt verprobt, welche Aufgaben man ihm dort auch schon übertragen kann für so ein wichtiges Thema. Ich habe jetzt den Teil meiner Aufgabe erledigt. Ich hoffe, der Chef ist damit zufrieden. Sehr komplexe Aufgabe, aber ich bin sehr froh, dass ich überhaupt solche Aufgaben machen darf. Und ich denke, jetzt habe ich mir meinen Feierabend verdient. Dann geht's ab nach Hause, pünktlich ins Bett, denn morgen warten neue Herausforderungen auf den BA-Studenten der Stadtwerke Riesa.